Willkommen zurück hier auf dem Sidura-YouTube-Kanal deiner Online-MPU-Vorbereitung. Heute gibt es wieder die offene Fragen- und Antworten-Runde. Das bedeutet, ich beantworte deine Kommentare in einer ausführlichen Videobotschaft. Damit fangen wir jetzt auch direkt an. Der Hans Runz hat eine Frage gestellt unter einem YouTube-Kommentar. Hallo, ich habe eine Frage. Wurde im Februar positiv auf THC getestet und hatte Marihuana bei mir, ca. 0,1 bis 0,3 Gramm auf Tasche. Hab meine Strafe schon bezahlt und einen Monat Fahrverbot gehabt. Muss ich noch mit einer MPU rechnen oder kann ich diese falls irgendwie umgehen? Ich hatte 1,2 Nanogramm als Wert, also ich gehe mal davon aus 1,2 Nanogramm aktiv THC. Da hast du um 0,2 Nanogramm den Grenzwert überschritten und musst auf jeden Fall eine MPU machen. Du hattest auch noch Cannabis auf Tasche. So, das heißt, wegen den Cannabis auf Tasche gibt es so oder so eine Strafe, die hast du ja auch schon wohl bezahlt. Das heißt, das ganze Gerichtliche ist jetzt abgeschlossen und es sollte jetzt bald auch so weit sein, dass du Post bekommst von der Führerscheinstelle, wo dann quasi steht, sehr geehrter Herr Hans XY, Sie sind da und da mit Cannabis aufgefallen im Straßenverkehr und ich fordere Sie jetzt auf, mir innerhalb der nächsten 3 Monate ein bestandenes MPU-Gutachten hier vorzulegen, damit Sie Ihren Führerschein behalten dürfen. Wenn Sie das nicht machen wollen, können Sie auch jetzt auf Ihren Führerschein verzichten. Das ist das, was auf dich zukommt. Also strategisch gesehen solltest du erstmal direkt eine Abstinenz anmelden, damit du eine Vorbereitung besuchen kannst und sobald das Schreiben kommt von der Führerscheinstelle, könntest du innerhalb dieser 3 Monate eine MPU machen und sie auch bestehen, wenn du alles gut umsetzt und die Abstinenz auch schön fleißig gemacht hast. Wenn das alles nicht der Fall ist, dann kannst du die MPU in diesen 3 Monaten zwar machen, wirst sie aber nicht bestehen und der Führerschein ist einfach weg. Die Frage, ob du das Ganze umgehen kannst, ja, du kannst es umgehen, wenn du Medizinal-Cannabis-Patient wirst, also jetzt Cannabis als Medizin nimmst und dafür auch einen Arzt hast, weil dann würdest du Atteste bekommen und sobald die Führerscheinstelle dir dann Post sendet mit der MPU-Anforderung, würdest du die Atteste dahin senden und dann würden sie die MPU zurückziehen und würden dir spezielle Fragestellungen geben, also ob es zu erwarten ist, ob du trotz Cannabis und der Krankheit ein Kraftfahrzeug sicher führen kannst und ob alles andere auch noch passt, was ärztlich verordnet ist etc. pp. Dann würdest du nämlich eine Anordnung zu einem medizinischen Gutachten bekommen, beziehungsweise auch fachärztlichen Gutachten. Das heißt, von Stelle zu Stelle verschieden ist, aber ein und dasselbe. Und damit würdest du erstmal die direkte MPU umgehen. Wenn du das fachärztliche Gutachten oder das medizinische Gutachten bestehst, dann müsstest du aber im Anschluss noch eine MPU machen wegen der illegalen Sache. Und sobald das Thema dann durch ist, würdest du deinen Führerschein behalten dürfen. Wenn du 2 Untersuchungen machst als Cannabis-Patient, dann würde die Frist von der Führerscheinstelle, die du später so oder so bekommst, automatisch angepasst. Das dazu. Ist auf jeden Fall doof gelaufen und du müsstest jetzt selber entscheiden, welchen Weg du gehen möchtest. Ob du ganz normal mit Abstinenz und mit der Vorbereitung das ganze Thema angehen möchtest oder ohne Abstinenz als Cannabis-Patient, aber auch damit Vorbereitung, weil das ein komplexes Thema ist. Du musst da richtige Dokumente haben, musst genau wissen, was du wo ankreuzt etc. pp. Deswegen kann ich dir nur empfehlen, dich einfach mal mit uns in Verbindung zu setzen. Unter diesem Video findest du den Link in der Videobeschreibung. Da kannst du dich bei mir kostenlos bewerben und dann kann ich dir nochmal genau in ein 1:1 Videoberatungsgespräch die richtigen Tipps mit auf den Weg geben. So, als nächstes hat der Raphael Lang auch eine Frage gestellt. Guten Tag, ich habe mal eine Frage und zwar 80,8 Nanogramm Benzyglucanin und Ecogonin-Methylester 2,4 Nanogramm und Ethylen 0,9 Nanogramm. Muss ich da auch ein Alkoholscreening machen und sind das hohe Werte? Ich habe jetzt seit knapp 2 Jahren keinen Führerschein mehr. Also erstmal Glückwunsch, dass du seit 2 Jahren keinen Führerschein mehr hast. Ich hoffe, dass du jetzt mit diesem ganzen Thema anfängst, damit es nicht irgendwann 4 oder 6 Jahre werden, wo du keinen Führerschein hast. Zu deiner Frage, nein, es sind keine hohen Werte. Was jetzt wichtig ist zur Bemessungsgrundlage, ist immer das Benzoglykonin, also die 80,8 Nanogramm. Aktives Kokain hat man bei dir nicht gefunden. 80 Nanogramm ist nicht hoch. 800 Nanogramm wäre hoch oder 2000 Nanogramm. Das sind sehr hohe Werte, aber das ist ein relativ geringer Wert. Du brauchst natürlich gar kein Alkohol-Screening zu machen, wenn du nicht mit Alkohol aufgefallen bist. Außer du gehst zur MPU und sagst, dass du irgendwie Alkoholiker bist oder jeden Tag Bier trinkst. Dann hast du dich selber belastet und dann wollen die natürlich noch eine Abstinenz haben. Wenn das alles nicht der Fall ist, dann brauchst du keine Abstinenz. Und zu den Werten selber, wenn du bei der Polizei nichts gesagt hast, dass du jetzt vielleicht oft Kokain konsumierst, also nie Aussagen getätigt hast, dann kannst du die MPU mit einer 6-monatigen Abstinenz bestehen. Wenn du aber dich belastet hast bei der Polizei, dann steht das später alles in deiner Akte und dann geht es leider nicht mehr mit einer 6-monatigen Abstinenz, dann brauchen wir auch hier 12 Monate. Das kann ich aber am besten mit dir persönlich herausfinden, wenn du dich bei uns einträgst zu einem kostenfreien Beratungsgespräch über eine Videotelefonie, weil dann kann ich dir die ganzen Fragen so nochmal stellen und kann anhand deiner Antworten dann direkt einschätzen, welche Abstinenz du benötigst und wie lang das Ganze sein muss und vor allem auch, wie teuer das Ganze am Ende des Tages
Tages ist und vor allem, wann du deinen Führerschein wieder zurückbekommen kannst. Und für alle anderen, wenn du Fragen hast, wenn du irgendwelche Geschehnisse schon durchgemacht hast im Bereich der MPU oder des generellen Führerscheinthemas, kannst du gerne das Video oder auch alle anderen Videos kommentieren mit deiner Frage und ich schaue mir alle Fragen persönlich an und werde dann auch dazu zu gewissen Zeiten immer wieder Videoantworten geben, damit ich einfach generell die breite Masse aufkläre über diese Fragen. Und es ist bei uns so auch für dich, wenn du keine Frage gestellt hast oder nichts kommentiert hast, dass du dich auch, wenn du das MPU-Problem hast oder Cannabis-Patient werden möchtest, gerne bei uns eintragen kannst zu einem komplett kostenfreien Beratungsgespräch, wo ich dir dann genau erkläre, wie das Thema funktioniert, mit welchen Summen an Geldern du rechnen musst, damit du das Thema ja über die Bühne bringen kannst und vor allem auch, wann du deinen Führerschein endlich in den Händen wieder hältst, sodass du dein Leben danach quasi ausrichten kannst. Deswegen trag dich kurz ein, kommentier das Video und lass einfach ein Abo da für diesen YouTube-Kanal, damit du immer auf den neuesten Stand der Dinge bist. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, dein Dustin Senebald von der Sidura Consulting GmbH. Ich würde jedem die Vorbereitung bei Sidura empfehlen. Siehe mich als Beispiel, ich hatte keine Ahnung von gar nichts, habe von niemandem Hilfe gekriegt, keine Auskunft vom Straßenverkehrsamt bekommen und habe durch euch heute alles erreicht, mein Führerschein bald wieder. Also für jeden, der keine Ahnung hat, für jeden, der nicht weiß, womit er anfangen soll, wo er steht, einfach bewerben und euch wird geholfen.